Herzlich willkommen zur Demo von Bloody Room. Oder ist es die volle Version? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Version 1.70 ist es auf jeden Fall. Freue mich, dass du dabei bist. Wir gucken mal ganz kurz in den Einstellungen. Da stimmt alles. Wie gesagt, schön, dass du dabei bist und wir starten. So, sind wir auch schon. Gucken wir uns hier mal um. Hoffe, es ist bei euch hell genug. Genau. Hätte auch gerade Schritte gehört. Das Gefühl gehabt, dass da Schritte waren. Gucken, ob ich hier aufmachen kann. Nee, draußen regnet's. Okay, dann bleiben wir lieber hier im Trockenen und gucken uns weiter um. Wir haben schon mal eine Taschenlampe gefunden. So. Was ist denn hier zu sehen? Kann man hier überhaupt etwas? Ja, so ein bisschen kann man was erkennen. Okay, die Gesichter, die sind ja alle irgendwie ausgeblendet. Seht ihr das? Da sind keine Köpfe. Und wenn Köpfe sind, sind die all zerkratzt. Okay. Aber warum? Habe aufgeschossen, aber Tür geht nicht auf. Hört ihr das? Spielt Musik? Das ist unheimlich, ne? Er hat auch geklopft oder gehämmert viel eher. Ja, auch wieder, ganzen Gesichter sind ausgekratzt. Hier kommen wir auch nicht rein. Finde diesen verschwommenen Stil irgendwie gut, dass ich das erst so. Hört ihr das? Habt ihr es gehört? Okay. Alles kaputt und dreckig. Wo sind wir hier? Sieht aber nicht mehr aus wie eine Wohnung. Sieht jetzt mehr aus wie so eine Garage oder Scheune, ne? Eine alte. Vergib mir Maria, vergib mir Rose. Okay. Irgendwas muss vorgefallen sein. Wir haben den Schlüssel fürs Bad, für den Baden, das Badezimmer. Den Schalter wollte ich anklicken. Ich hier die Schränke auf. Nee. Nee, dann gehen wir mal wieder zurück. Hier war es das jetzt. Nee, dann gehen wir mal ins Bad. Ich muss schon sagen, es ist eine komische Wohnung. Weil sie auch so komisch geschnitten ist, ne? Und dass man von dort aus jetzt quasi in die Garage oder was das war, Scheune oder. Guck mal hier. Hier ist wahrscheinlich das Badezimmer. Ah. Schön.
das wohl gewesen sein muss vor 100 Jahren. Es ist doch, es ist kein Blut, oder? Es ist Rost. Es ist alles Rost. Naja, das könnte Blut sein, aber. Hallo? Ich ahne es, was da drin ist. Da liegt bestimmt eine zerstückelte. Aber das ist auch nur meine Fantasie. Was denkt ihr denn? Was könnte da in der. Nein. Wieso? Was? Oh, guck mal, wer da steht. Ich will nicht dahin. Da weint jemand. Ganz jämmerlich. Ein Geist geplagt von Schuldgefühlen, vermute ich. Okay, wir gehen jetzt mal Richtung Wanne. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Ja, ihr Lieben, das war Bloody Room. Es ging schnell. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, macht's gut und tschüss. Herzlich willkommen zu Mui. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir werden jetzt ein Spiel wirklich der Extraklasse erleben. Ich finde das so toll designt und auch der ganze Spielfluss. Also davon hätte ich gerne ein großes Spiel. Ich bin wirklich schwer begeistert. Das Ganze gibt es auf itch.io und ist von UQAC. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles so richtig ausspreche. Es sind wohl französische Entwickler. Ja, und wir steigen in die Geschichte gleich ein. Wir sind eine junge Frau, deren Geschichte wir erleben werden, also zum größten Teil. Wir wachen um 1890 nämlich in einem düsteren Gebäude auf und werden durch ein verwirrendes Labyrinth eintauchen und entfalten immer schrecklichere Ereignisse. Wir müssen uns der Angst vor dem Alter stellen und werden die Umgebung erkunden. So. Dazu gibt es eine groteske Widerspiegelung ihres Lebensfadens. So habe ich das jetzt gelesen und auch verstanden. Ja, dann viel Spaß. Okay, wir befinden uns jetzt hier. Hoch. Performance. Okay, ein bisschen. Wir befinden uns jetzt hier irgendwie in einem Raum. Und wir werden die Geschichte hier
erleben, hoffe ich. Mal das Bild gerade. Oh, danke. Jetzt auf einmal eine Tür. Ja, was werden wir wohl hier erleben jetzt, ne? Das ist die Frage. Keine Ahnung, was denkt ihr denn darüber? Schreibt mir das mal in die Kommentare. So, wir haben einen Schlüssel und wir verlassen dieses Zimmer. Hier steht nichts. Das ist ein schönes Haus, oder? Wirklich schön. Dann gehen wir mal langsam die Treppe hinunter. Au. Stell dir mal vor, du stehst früh auf und hast dann sowas vor der Nase, ne? Wow. Wow. Großartig. Oh, wie schön. Leid. Leid. Wo sind wir? Oh. Wo ist das? Das ist aber wieder unheimlich. Guck mal hier. Das ist dieses Band, was wir gerade auf dem Bild gesehen haben hier vorne. Achso, Quatsch. Die gerade nach oben gucken. Geht natürlich nicht. Okay. Wir werden die Geschichte der Dame erleben. Wow, wer möchte jetzt hier nicht sitzen? Also, es gibt nicht nur Kuchen, wir haben hier auch Obst, ja. Ja, Obst ist leider aus. Ich weiß auch nicht, warum. Kann man hier Musik machen? Nee. Wir gucken uns mal um weiter. Ich will so schnell noch nicht dorthin. Ich möchte erstmal mich umgucken. Okay. Sie hat sich nicht... Ein- und ausatmen. LT und RT. Okay. Probieren's. Die sieht aber auch unheimlich aus, ne? Was ist mit ihr geschehen? Wir müssen unseren Herzschlag senken. Das erreichen wir nur, indem wir tief ein- und ausatmen. Ich meine, es ist logisch, ne? Wir gehen hier durch das Haus und dann findest du sowas. Es ist so gruselig. Das ist auch nicht das Beste. Es regnet stark. Aber hier ist Obst. Jetzt haben wir wieder Obst im Angebot. Was ist das? Ist alles irgendwie ein bisschen... Ach so, guck mal, hier hing Stoff. Quasi ist runtergefallen. Ist das schön gemacht. Dann gucken wir mal. Können wir hier den Schrank irgendwie aufmachen? Nee. War auch nichts mal. Hier gibt's der Kuchen. Okay, was sollen wir tun? Wir werden jetzt diesem Faden folgen und gucken mal, wo das hinführt. Bin ja echt spannend. Mal auf. Ja? Kann irgendwie die Tür nicht öffnen? Haben wir was übersehen? Liegt hier irgendwo ein Schlüssel?
Oh mein Gott. Da ist, kommt mir ein bisschen vor wie Alice im Wunderland. Will ich ehrlich sagen. Sind wir da hinterher? Wie? Ja. Hier gab es wohl mal den ersten, der hier hängen geblieben ist. Also einer ist hier schon. Oh mein Gott. Nein. Warum macht sie das? Okay, sie ist schon mal aus dem Haus. Ich krabbel mal raus. Wir haben den Schlüssel, das ist schon mal ganz gut. Und zwar ganz. Ach, guck mal. Sind jetzt hier unter dem Bett gewesen. War sie das? War das ihr Geist, der hier umwandelt? Haben auf jeden Fall Glück und haben den Schlüssel jetzt. Ist das gruselig. Geh mal schnell rein. Gut, die Tür ist auf. Nur ein Grammophon. Schubladen bekommen wir nicht auf. Bilder haben auch nichts zu sagen. Das sind so quasi schön gemalte Bilder, die sich wiederholen. Ach komm, sind wir wieder hier. Werden schläfrig. Macht die Musik. Der Raum hat sich gewandelt. Hier sind wir jetzt irgendwie in einem Gang. Wow. Das ist immer nur betont wie, oh Gott. Ich habe das gar nicht gesehen. Das ist Blut. Komplett. Hier folgen der Blutspur. Hier oben, guck mal, es sieht alles auch ziemlich brüchig aus, ne? Hallo. Oh Gott, da ist sie. Geh rein. Was hat sie denn? Da war sie. Die Spur geht ja auch hier lang. Oh, ja. Oh, ein Baby. Nee, das ist kein Baby, ist eine Puppe, aber egal. Wir gehen schnell hin. Bitte. Alles gut. Oh mein Gott. Kommt sie. Nein. Oh. Die erste Person,
Die hier saß mit der Schere, ist verschwunden. Die Prinzessin sieht schon verändert aus, genauso wie sie. Die ganze Umgebung ist auf einmal wie verschimmelt. Also, ne? Oh nein. Ah, ne. Bitte! Ich hab doch nichts gemacht. Tief ein und aus. Ein und aus. Riskieren's. Der Gang hat sich schon wieder geändert. Aber da ist jetzt eine Schere. Und die, die hier saß, hatte auch eine Schere. Spieluhr. Die Spieluhr ist verstummt. Oh Gott. Können wir die nehmen? Die. Okay. Kann es leider nicht lesen. Ich würde es mir so wünschen. The boy who's livid. Bilder sind auch unheimlich. Ja, auch wurde auch probiert, das Band zu kappen. Wir gehen vorsichtig weiter. Oh Mann, ist das heftig. Kriegen wir das? Kriegen wir die oder wie? Pass auf. Also, leuchten hier zwar, aber ich komme da noch gar nicht ran. Vermute, dass wir dann jetzt später gleich dahin müssen. Geht's auch noch weiter, aber da kommen wir nicht lang. Okay, pass auf, das Ganze endet hier, ne? Hier wurde es dann quasi durchtrennt. Und dann wurde sie wohl hier erwischt irgendwie. Weil die Spur geht ja hier lang. Also entweder ist sie geschliffen worden oder hat sich von selbst da noch gerade hingeschleppt. Oh Gott, guck mal. Oh Gott. Bist du nicht die Einzige? Liegen überall Knochen rum und... ich hau ab. Ich muss ganz schnell gucken, ob ich hier irgendetwas kriege davon. Gib mir doch mal hier was. Nee. Nee, guck mal hier. Dachte, ich bekomme hier irgendwas. Dass ich... Kommt jetzt gleich, oder? Ich traue mich gar nicht. Da hinten ist sie. Ist sie unheimlich, ne? Aber was sollen wir jetzt tun? Ich weiß es nicht, wirklich. Müssen wir uns hier lang schleichen? Hier geht die Spur lang. Oh mein Gott. Zerhackstückt und tötet alle. Der hat doch so eine Krone auf, ne? So eine. Lebt er noch? Nee, die. Lebt sie noch? Ging auch das Hackebeil hier nicht. Könnte es mir ja wünschen, aber irgendwie.
Makaber, da oben hängt doch das Bein, da hing das andere Bein. Ich will ja gar nicht zu ihr. Ich bin doch nicht doof. Ich wäre ja froh, wenn sie weg wäre. Steht sie und sucht. Ich glaube, sie will uns. Das ist hier schon mal klar. Aber ich würde gerne an ihr vorbeischleichen, aber das wird nicht gehen. Wir versuchen es, okay? Okay, wir haben es geschafft. Ich habe die Luft angehalten. Oh mein Gott. Was ist hier geschehen? Da wird einem ja schlecht. Okay, wir haben den Schlüssel. Ist das gut gemacht, dieses Spiel? Davon würde ich mir gerne ein vollständiges, also ein richtig, richtig großes, vollständiges 5-Stunden-Special-Spiel wünschen. Um die Geschichte der Dame. Man kann ja kleine Teilgeschichten da noch einfügen. Aber ich finde das einfach toll. Hau ab! Ich habe dir nichts getan. Ich wollte doch nur mal gucken. Ich tue dir nichts, wirklich. Gott. Ich glaube, sie hat uns erwischt. Also, wir versuchen es nochmal. So, jetzt rennen wir los. Ist natürlich schneller als wir. Momentan noch. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal zum Checkpoint. Sie hat uns erwischt. So, jetzt pass auf. So. Dieses Mal haben wir es geschafft. Wow, was war das für eine Fahrt, oder? Ja, und damit sind wir am Ende dieses kleinen Schmuckstücks. Es ist der absolute Hammer. Wirklich, die Grafik ist toll, das Konzept ist toll, die Geschichte ist toll. Also es ist unglaublich schön gemacht und ich wünschte, wir würden davon ein Triple-A-Game kriegen. Was, ja, ne, kann ja, man kann sich ja was wünschen. So. Dazu gibt es dann auch noch, wenn ihr das selber seht, Konzeptzeichnungen. Ja, wenn ihr euch das anguckt auf itch.io, Grafiken, wie das gemacht ist. Und es ist total spannend, sich die ganzen Kleinigkeiten anzugucken, wie viel Mühe auch dahinter steckt, ja, so ein Spiel zu machen und zu programmieren. Mega toll. Wirklich, das war ein Spiel, was mir richtig gut gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt mir treu, macht's gut und tschüss. Wie ist Unity? Ja, und damit herzlich willkommen. Wir spielen gleich los. Das ganze Spiel heißt Experiment Groceries. Oder auf Deutsch Lebensmittel aus. Und es geht darum, den Alltag zu erleben, während man einkauft. Also, so habe ich das jetzt am Anfang verstanden. Ich weiß jetzt nicht, was da... Ja, wir werden es erleben. Viel Spaß. So, da komme ich auch schon mit meinem Auto angefahren. Es ist Nacht.
und wir müssen noch ganz schnell was holen. Wir haben das einfach vergessen über den Tag. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Normalerweise schreibe ich mir das auf. Na gut, nun ist es so, jetzt müssen wir noch schnell einkaufen. Und was liegt da nahe? Der nächste Supermarkt. So, wir brauchen Cola, Pizza, Taco. Ich wusste es doch. Ich wusste es, ich habe das vergessen. Hier, immerhin, ich guck mal, ob ich da schneller laufen kann. Ja, ein Stück. Oh. Guten Abend, Ma'am. Ich müsste nur schnell noch was holen. Ich habe was vergessen. Moment. Cola, Pizza, Taco. Ich schleiche mich hier mal ganz unauffällig vorbei. Danke, danke. Kann ich die Dame ansprechen? Nein. Okay, wir brauchen Cola. Hä? Funktioniert schon mal. Oh. Diese Handbewegung, ne? Pizza und Taco. Taco. Ist Taco? Nehmen wir natürlich gleich. Oh, ist der Taco? Pizza? Schon vorgegart? Danke, Ma'am. Das ist Bier. Bier. Ah, okay, pass auf. So, hier haben wir die Cola. Haben wir alles da. Bitte. Ja. So, wir können das wiedersehen. Ah, gut. Den Einkauf haben wir schon mal erledigt. Dann mal schnell wieder zurück zum Auto. Ich laufe hier einfach mal über den Rasen. Weiß, das sollte man nicht. Oh, heute habe ich meinen Rebellischen. Oh. Wie das nun mal so ist, Freunde, es ist der nächste Abend und was soll ich sagen? Ich habe schon wieder Zeug vergessen. Bier, Donut, Pizza. Also, ist ja wie gestern. Lady? Wie? So, das ist Cola. Lady, hier ist die Tür kaputt und so. Und hier, so liegen hier überall Dosen rum. Ist das Regal auch umkippt? Hier, Donut Pizza. Wir tun mal so, als wenn wir es nicht gesehen haben. Dann kommt hier um die Ecke. Hier. Und wir holen die Pizza. Ist ja unheimlich. So. Gab es vorher Randale oder sowas? Wir wissen es ja nicht. Danke. Und Sie sollten das mal säubern. Das ist nicht sehr kundenfreundlich. Nur mal erwähnen. Wir wollen jetzt gemütlich zu Hause essen und dann, Bett. Was soll ich sagen? Tag 3. Mann, mein Kopf. Den vergesse ich aber auch überall. Okay. Hat ja gestern und vorgestern auch gut geklappt. Und, die Randalierer waren wohl zurück, oder wie? Und dann, Ma'am? Ich will nichts sagen, aber der Automat auch umgefallen. Sieht immer schlimmer aus hier.
Donut, Soße, Taco. Donut? Bitte? Dann Soße, Soße. Einer ist ja zum Glück noch da. Oh. Würde gerne wissen, was hier vorgefallen ist. Und die Soße natürlich. Und das Schild, guck mal, auch. Feuer. Aha. Bitte. Ja. Düster, ne? Oh Gott, der Laden wird immer schlimmer. Haben wir aber auch komisch geparkt heute. Ja, ich brauche euch nicht sagen, was hier los ist, ne? Wir flitzen rein. Oh ja, das ist doch schön. Guck mal, alles wieder sauber, alles wieder. Oh, ist das unheimlich. Hier nichts sauber, nichts schön. Geht's Ihnen gut? Ma'am? Nein? Gut. Vieh. Du ganz grüne Haut und da ist der ganze Mund und der Bauch. Was stand denn auf unserem Einkaufszettel? Wir haben gar keinen Einkaufszettel mehr. Ich hätte jetzt eiskalt eingekauft und wäre wieder gegangen. Auf seine Kamera auf Klo. Und hier irgendwie wieder Strom anschalten oder sowas? Sind auf dem Serverkissen? Oh mein Gott! Oh, ich hab so Erdbebelle gerade. Unheimlich! Okay, hier steht alles drauf. Testsubjekt Portfolio. Rasse Mensch, unbespielt, Single, hat einen Führerschein, Kategorie B. Favorierte Produkte, Bier, Pizza, Donuts, Toilette nicht benutzt und 11 Produkte im Gesamten. Okay, die haben uns quasi ausspioniert. Oh mein Gott, war das außerirdisch gewesen, oder? Haben die uns ausspioniert? Oh, sie da stehen sehen. Können wir hier wieder Licht machen? Oh mein Gott. Das ist unheimlich. Wir gehen hier mal. Wir sind hier in der Lagerhalle jetzt. Wahrscheinlich kommen wir vorne gar nicht mehr raus. Quasi Seite 23 MMM. Halten Sie das Testobjekt jederzeit im Auge. Der Serverraum muss regelmäßig besucht werden. Sie müssen den Anweisungen der Vorgesetzten folgen und ein Verstoß dieser Regeln wird quasi zum Tode führen oder Ausführung. Ja? Also wird quasi. Ihr wisst schon. Danke. Wir haben genug gesehen. Wir wollen hier ein. Da war sie schon wieder. Will sie uns das sagen? Also ist sie eine gute Seele oder ist sie. Guck mal, da steht unser Auto. Wir könnten jetzt so schön zu unserem Auto. Ich guck mal, ob wir hier vorne irgendwie rauskommen schnell. Und sie lebt ja noch da, ne? Als was weiß ich. Wir wollen hier raus. Pass auf.
wollen da aus dem kleinen Zimmer flüchten. Hier ist schon mal keiner, der uns irgendwie angreift. So, wir wollen ganz schnell weg hier. Wir sind jetzt aus dem Fenster geklettert. Haben wir nochmal diesen Serverraum? Da liegt er. Warte mal, ich mach mal Licht aus. So, sieht man da mehr? Nee. Jetzt ganz schnell zum Auto. Ich hoffe, wir schaffen das. So. Ja, wieder am Eingang vorbei. Wiedersehen, ne? Wiedersehen. Oh mein Gott. Wie unheimlich einfach. Wie unheimlich. Wir sind entkommen und wir werden nie wieder in diese Kaufhalle gehen. Das ist schon mal amtlich. Dieser Laden bleibt für uns auf ewig gesperrt. Es war richtig gut gemacht. War ein richtig kleines, schönes, interessantes Spiel. Hat mir auch richtig gut gefallen. Respekt an den Entwickler. Da guck mal hier auch, ne? Nochmal wie das Ganze. Schön, wirklich schön. Ja, er unterstützt die Entwicklung, dass wir mehr davon sehen. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Macht's gut und tschüss.